Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute die zweite Ausgabe, die ich mache. Ich hoffe, ihr habt die Valentinsausgabe gesehen, die aber heute an einem Donnerstag nach dem Valentinsmittwoch gelaufen ist. Aber ihr wisst ja, frisch gepresst trotzdem. Auch die heutige Folge ist frisch gepresst. Und wenn ihr Kanalmitglieder seid, seht ihr natürlich die Folge ab Business Class Mitgliedschaft früher als alle anderen. In der Regel ein paar Stunden. Aber einige Formate werden wir jetzt auch machen, die 24 Stunden vorher sichtbar sind oder länger. Ja. Ihr habt das bei Freddy schon gemerkt. Aber jetzt zu den heutigen Themen, die wir haben. Und zwar haben wir heute in den Themen Potpourri. Airbus, die Produktion soll gesteigert werden. Airbus hat zu einer Konferenz geladen, zur AGM, hätte ich fast gesagt. Also man will da einen Ausblick auf das Jahr geben. Dann Swiss und Laurent Perrier gehen getrennte Wege. Auch der Champagner wird nicht ausgeschüttet mehr. Man ist kein Freund mehr. Dann ein Thema, was ich persönlich unheimlich interessant finde, das ist die Apple Vision Pro. Und ein Passagier hat sie auf einem Emirates Business Class Flug ausprobiert. Da gebe ich euch mal ein paar Bilder und so ein bisschen Einblick in das Thema. Dann Eurowings Service wird verbessert am Boden, aber auch in der Luft gibt es eine größere Business Class. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare dazu. Und American Express Centurion Lounge in Atlanta öffnet endlich. Und ich meine, es ist die größte in der Welt. Aber ihr könnt ja unten schreiben, ob ihr das wisst. Ihr solltet jetzt den Kanal auf jeden Fall abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen und kräftig Fragen stellen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Das erste Thema ist, vielleicht schreibt ihr, ob ihr den immer noch den Vorspann vermisst oder so. Das wäre so ein Thema. Ja, das erste Thema ist Airbus Produktion und da soll in Toulouse Vollgas gegeben werden, soll weiter gesteigert werden. Und da ist es wirklich so, dass man die Produktion, und das sagt Guillaume Faury, das ist der Vorstandsvorsitzende, CEO von Airbus, dass man insgesamt 800 Flugzeuge dieses Jahr ausliefern möchte. Das sind 75 mehr als letztes Jahr. Und wenn man rechnet nach Adam Riese, sind das 10% und ein bisschen mehr. Und actually 65 mehr als letztes Jahr. Fast 10% dann schnell korrigiert. Aber wir sind ja mathematisch flexibel. Auf jeden Fall ist es so, dass es einen Sonderposten gibt, dass das operative EBIT von 6,5 bis 7 Milliarden zulegen soll. Und man möchte halt einfach gucken, dass man halt auch da Gewinne gereinigt macht. 5,8 Millionen Euro, 4% mehr als im Vorjahr. Ist ein bisschen anders als bei Boeing, aber nichtsdestotrotz hat man auch bei Airbus Rückschläge erlitten, finanzieller Art. Man hat dort in einem Satellitenprogramm einen unerwarteten Rückschlag gehabt, und zwar im Raumfahrtgeschäft. Und zwar ist das Satellitenprogramm eine Sonderbelastung von 300 Millionen. Aber wenn man Milliarden Gewinn macht, dann kann man das verkraften. Ich weiß jetzt leider nicht, welches Programm damit gemeint ist, aber wir wissen ja alle, dass Airbus auch in der Satellitengeschichte unterwegs ist. Leider sehen wir den Himmel hier in Helsinki am Flughafen nicht. Aber ich genieße trotzdem die Aussicht, wenn es aufklart. Gestern Abend war es wunderhübsch. Erst Nebel und dann hübsch. Das Thema, was euch viel interessiert und am meisten fast interessiert, habe ich immer das Gefühl, welchen Champagner gibt es im Flugzeug? Und dieses Thema, welchen Champagner gibt es im Flugzeug, den möchte ich mit dem Swiss-Thema weitergeben. Und zwar Laurent Perrier, der Luxus-Champagner, fliegt bei Swiss raus. Und zwar ist es so, dass man natürlich dort den exklusiven Tropfen nicht mehr geben kann, weil einmal ist es das Problem der Quantität und da muss man halt wirklich wissen, dass 20.000 Flaschen pro Jahr allein in der First bei Swiss verköstigt werden. Und damit ist es natürlich ein Problem, dass man dort dann diese Mengen freigeben kann. Und wenn man so sieht, Emirates, ich weiß gar nicht, was die an Champagner da durch die Kehlen pumpen pro Jahr, das sind ja Riesenmengen. Deshalb können die auch den Pitot oder was auch immer gar nicht permanent anbieten, weil es gar nicht diese Mengen davon gibt. Pitot, glaube ich, den letzten habe ich gesehen in München am Flughafen beim Stammtisch. Bin vorbeigegangen, aber da war die Flasche auch irgendwo 600 Euro oder was es war. Auf jeden Fall ist es so, dann hat man den Leuten, zum Beispiel auch bei der British Airways,
hat man ja auch dann Schaumwein gegeben, weil man es nicht hatte. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es bei Swiss? Und zwar bei Swiss ist es so, dass man den Cuvée Louis Museum 2006 gibt. Und das ist von Pommery. Er ist in derselben Preisklasse, wobei ich immer, ich weiß gar nicht, und da brauchen wir Ulrich, der ist ja unsere Champagner-Spezialist, unser Champagner-Spezialist. Die Frage, Preisklasse, sagt das was über die Qualität aus? Ich meine, nicht alles, was teuer ist, ist auch gut. So habe ich das zumindest von meiner Oma gelernt. Ich persönlich trinke ja auch nicht Alkohol und auch vor allem nicht jeden Champagner. Und da ist es so, wie findet ihr den Champagner? Ist er für euch auch eine Offenbarung oder ist es einfach nicht nötig, auf dem Flieger Champagner zu trinken, weil ein Schaumwein oder was auch immer oder ein Winzersekt, wie er, glaube ich, im Deutschen heißt, da genauso gut ist. Und ich bin da mal gespannt auf eure Antworten, ob Champagner die Lösung ist. Ja, also rege kommentieren, Champagner, Champagner. Das Thema, was wir jetzt haben, ist das Thema, was mich wirklich brennend selber unter den Fingernägeln interessiert. Ich habe für unsere Kunden einige von diesen Geräten gekauft oder habe gesehen, dass unsere Kunden die gekauft haben mit den amerikanischen Kreditkarten, weil diese Apple Vision Pro gibt es in Deutschland nicht. Die gibt es aber in den USA. Und da gab es ja auch interessante Angebote in den USA mit Cashback und so weiter über die Kreditkarte, wenn man diese Summe darüber umsetzt. Und jetzt hat jemand auf einem Flug in einer 777 die ausprobiert von Seattle nach Dubai. Und auf der 777 ist es so, dass man dann die Videos nicht auf dem 23-Zoll-Monitor geschaut hat, sondern auf seiner Brille. So, jetzt gibt es mal Bilder auf die Augen. Und das erste Bild, was ich euch zeigen möchte, da muss ich mal gucken, dass ich das auch direkt finde. Ist das das Richtige? Ist das das? Ja, das ist ein Bild aus 2015 und da seht ihr auch, dass das Qantas ist. Wer es nicht wusste, er sieht es hier an der Zeitung. Da hat man so ein Gerät ausprobiert und zwar war das ein Gerät von, wer war das dann nochmal? Samsung. Und das war dieses VR, Visual Reality Headset aus 2015. Und das war ja auch in der First Class. Das Gerät hat sich optisch heute nicht wirklich weiterentwickelt, wenn man sich das nämlich anguckt. Es ist ein bisschen appliger geworden, natürlich, wenn man das nicht von Samsung hat. Ist ein bisschen gefälliger im Design, aber man sieht, es ist doch relativ klobig. Und was auf dem Bild nicht drauf ist, es gibt nochmal ein Kopfband, was nochmal quer über den Kopf geht. Auch hier hat er es nicht. Und da sieht man ja auch, dass das in so einem Environment, wo man im Office ist, durchaus geil ist, ne? Aber wenn man jetzt mal sich vorstellt, aber hier, man steht, dann hat man die Bilder da. So soll das aussehen. Ich selber habe es mir nicht gekauft, weil es, ja, weiß nicht, ist so ein bisschen, ich finde es preislich schwierig, aber gehen wir gleich drauf ein. Hier seht ihr den, warte, so, genau, so sollte es aussehen. So, hier seht ihr das, der Kollege hat das in der Lounge an und da sieht man auch, ich mache mal das ein bisschen größer, damit ihr es lesen könnt. Oder ich hoffe, ihr könnt es lesen. Geht leider nicht größer. Dass er solche Informationen hat, die den Flug betreffen und den Flughafen betreffen. Ist natürlich cool, dass man solche Sachen immer im Blick hat. Dann geht es weiter. Er hat sich auch in das Onboard angemeldet, und zwar On Air, wie es bei Emirates heißt. Und da sieht man dann halt auch wirklich, wie er eingeloggt ist. Und so sieht das aus, wie er Filme guckt, in 4K HDR. Und hat hier seine Messages offen oder was auch immer. Also das ist schon spannend. Und das war ein Bild für später. Aber die Frage ist halt, macht so etwas Sinn in der Business Class? Also in der Business Class, und wir müssen uns ja vorstellen, dass man mit der Hand dann quasi greift, um da eine Tastatur zu imitieren oder Icons zu poppen, um die dann auch zu verschieben. Und ihr seht ja auch schon alleine meine Handbewegung, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus. So quasi so ein Tänzer. Düt, 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 düt. Man braucht Platz. Aber muss ich in so einer Brille Platz simulieren in der Business oder in der First Class, so wie wir es bei der Qantas oder jetzt bei der Emirates gesehen haben? Eigentlich ist es doch ein Produkt für die Economy Class. Und da sollten wir uns mal das weiter wirklich richtig angucken, denn
Auf der einen Seite ist es schon interessant, diese Reality oder wie das Immersive Virtual World, der Fachbegriff. Und das ist schon, ich tue mich schwer, wie ihr seht, weil die Leute, man sieht ja halt doof aus, wenn man das macht. Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man so Informationen Pop-Art hat oder wenn man sich dreht und wendet, dass man die Karte hat und es einem den Weg zeigt und all solche Dinge. Und im Flugzeug einem auch vorgaukelt, man hat mehr Platz. Die Frage ist aber, wie ist das bequem? Und die andere Frage in Economy Class, wenn ich so mache, dann bin ich ja beim Nachbarn. Also quasi hier, ich bin ja, also so sitze ich in der Economy Class. Wenn ich hier bin, bin ich beim Nachbarn. Da kann ich nicht wirklich was machen. Ne? Aber es wäre schon cool, mit der Brille halt da sowas zu simulieren. Dann sollten wir nochmal eine Sache hingehen. Diese Apple VR-Brille, die ist sowas von teuer. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat über 4.000 Dollar dafür hingelegt. Die fängt ja erst bei 3,5, glaube ich, an. Wenn man den Speicher erhöht, was empfohlen ist, dann kostet das Ding 4.000 Euro und Dollar und ein bisschen. Und dann kostet es nochmal 1.000 Dollar Basiskosten, um das Ding zu betreiben. Dann, wenn man es vergleicht mit Marktbegleitern und Mark Zuckerberg hat ja sich lustig gemacht darüber, weil er gesagt hat, dass sein Ding wesentlich billiger ist, weil wenn man überlegt, diese MetaQuest 2 Brille, 500 Dollar, ne? Kannst ja also quasi 7 Stück von kaufen, das nächste Microsoft HoloLens oder dann von Oculus oder Amazon, die haben halt einen niedrigeren Preispunkt. Die sehen natürlich nicht so geil aus, das muss man ehrlicherweise sagen, dass die Apple-Produkte geil aussehen und dann ist in dem Apple-Universum drin. Das ist alles toll. Aber das ist dann halt nicht so eine Massenlösung, wenn man ehrlich ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese 3D-Reality schon interessant ist, aber ist es ein Produkt fürs Flugzeug? Dann Fluggesellschaften sind ja nie in der Front gewesen, innovativ zu sein. Wie lange haben wir WLAN? Und wie lange hat das gedauert, bis WLAN wirklich so ausgerollt worden ist, wie es jetzt ausgerollt wird, dass zumindest Messaging bei Lufthansa kostenfrei möglich ist? Ich glaube, 2004 hatten die Boeing Connects bei Boeing oder sowas drin, in den 747ern. Und wir haben jetzt 20 Jahre später und jetzt ist es erst wirklich in der Breite verfügbar und in der Breite auch, wo was gemacht werden kann. Auch ist es so, dass wenn man sieht, dass die Marktbegleiter von Apple da auch richtig viel Geld reinstecken. 10 Milliarden Facebook, dann Microsoft 70 Milliarden reingepumpt. Und das ist schon krasse Summen. Und deshalb ist das wahrscheinlich nicht die Zukunft, so eine Apple Vision Pro, dass jeder die kriegt. So wie man heute ein iPad kriegt bei Beyond Fluggesellschaft, wird man nicht unbedingt dann so eine Vision Pro kriegen. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob ich die Vision Pro überhaupt haben wollen würde, wenn die jemand schon mal im Kopf hatte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber da könnt ihr ja auch als Profi was schreiben, passt die auf den, also das Gummi, ne? Passt ja nicht jeden. Und ich finde ja schon die Kopfhörer eklig, die man teilen muss, auch wenn man diese Ohrmuschel-Ding da tauschen kann. Also kommt für mich nicht in Frage. Trotzdem will ich euch die Frage des Tages nicht vorenthalten. Wie findet ihr diese Vision Pro grundsätzlich? Einmal von der Technologie her, aber auch die Vision Pro selber. Dann ist es nicht eher ein Produkt für die Economy Class, weil man ja da mehr den Platz simulieren muss. Aber der Preis und dann natürlich auch, man ist notgedrungen. Stell dir mal vor, du machst nur so, dann bist du quasi schon zwei Reihen weiter, weil du über den Sitz vor dir drüber bist. Zumindest bei meiner Länge. Da bin ich gespannt auf eure Antworten und auf eure Kommentare dazu. Ich werde auf jeden Fall mal so ein Ding wieder ausprobieren. Ich hatte das mal ausprobiert als Oculus, glaube ich, waren das. Aber schauen wir mal uns das Ganze dann objektiv an. Aber ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Jetzt ist eure Meinung gefragt als Vielflieger. Und zwar ist das jetzt in dem öffentlichen Meinungsdiskurs der Vielflieger. Ihr seid jetzt das Gericht, die Jury. Also, kommentiert schön. Wir haben als Thema die Freunde von Eurowings. Und Eurowings ist natürlich eine Fluggesellschaft, die schon ja, einen touristischen Ansatz hat, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, und sich nicht an Geschäftsreisende oder an Statuskunden wirklich richtet, weil wir da kastrierte Produkte haben. Aber man hat jetzt in Frankfurt, Stuttgart, ich sag schon Frankfurt,
einen Senator Comfort Area eingerichtet. Hier habt ihr das Bild dazu, machen wir mal schnell größer. Da. Und da sollen dann auch Snacks und alles ausgeteilt werden. Und diese Comfort Area, und hier seht ihr mal, wie die aussieht, im Flughafen selber im Hintergrund. Und das ist schon interessant, dass man dort ja halt so ein paar Sachen geben möchte. Das ist übrigens beim Terminal 3 in der Nähe von Gate 310. Und man kann zwischen 5 und 20 Uhr dort verweilen, um dann halt wirklich zu snacken. Aber das ist jetzt halt nicht wirklich eine Lounge. Gut, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass man in Stuttgart an der Lounge-Lösung noch arbeitet, irgendwie anscheinend. Aber wie ist denn das so als Senator oder als Hon bei der Eurowings? Fühlt ihr euch da aufgehoben? Und mit der Business Class, teilweise gibt es ja auf gewissen Strecken gar keine Business Class. Wobei natürlich das ja, okay, bei der Lufthansa ist ja auch nichts anderes, wo nur der Mittelsitzplatz gespockt ist und man kriegt was zu essen. Ne? Deshalb sollte man einfach mal gucken, ob die Eurowings mit so etwas natürlich die Shortcomings, die man hat, kompensieren kann. Fängt schon damit an, dass man nicht wirklich umbuchen kann, weil es nicht im selben Buchungssystem ist. Geht dann weiter, dass man Prio-Gepäck nicht hat, dass man in die Lounge nicht überall reinkommt, weil es keine Lounge einfach gibt. Ja? Einige berichten von Problemen mit dem Partner da reinzukommen, vor allem wenn es Lounges sind, die contracted sind. Klar, dann ist das ein Problem. Und Tariffrage. Und wie ich schon sagte, die Business Class ist halt nicht auf allen Flügen verfügbar. Und das ist natürlich dann schon ein Riesenproblem, wenn man ehrlich ist. Also hier schreibt schön, ob ihr das toll findet, dass die Senator Warteecke da eingerichtet worden ist. Hatten wir sowas nicht übrigens schon mal in der, dass wir solche Warteecken, Wartezonen hatten für Businesskunden? Ich erinnere mich an das Drehkreuz in Frankfurt, wo man dahinter gegangen ist. Da gab es dann Zeitungen und so weiter. Ja, ist auch relativ schnell eingestellt worden. Sehr coole Idee, aber am Ende des Tages nicht wirklich tip-top gelöst. So. Letztes Thema, was wir haben, ist American Express. Ja. American Express hat endlich die Centurions Lounge eröffnet in Atlanta. Ich gebe euch mal hier was wieder auf die Augen. Und zwar ist das das Bild. Ja, das ist das eine Bild. Da seht ihr mal, wie die Lounge ist. Aber vorher will ich euch noch ein anderes Bild geben. So, da ist das Bild. Nee, das ist noch ein Bild zu früh. Da ist es das. Da seht ihr den Barbereich und ihr seht, das ist schon etwas, ich rutsche mal ein bisschen hin, ist schon etwas, was ein bisschen gehobener und gediegener ist. Und diese Lounge hat halt aufgemacht und für alle, die wir Centurion-Karten oder Platin-Karten-Inhaber sind, können wir in die Lounge rein. Gast kann man ja, wenn man die amerikanische Karte hat, erst ab $75.000 Jahresumsatz mitnehmen. Auf der deutschen Karte ist es noch für zwei Personen direkt. Und ist natürlich dann eine Oase des Wohlfühlens. Ich finde es persönlich sehr hübsch und muss ehrlicherweise sagen, dass ich das schon gut finde. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es dort relativ voll werden wird. Gehen wir doch auf das zweite Bild direkt über. Da sieht man auch, wie schön luftig das Ganze ist. Es gibt übrigens auch Alkohol und so weiter. Und wenn ihr den Baum seht, dann seht ihr das Thema. Es ist inspired by the forest in the city. Also ich finde das schon hübsch, ich finde das cool. Auch finde ich cool, wenn man sich dann weiter umschaut und dann die Terrasse sieht. Das ist natürlich etwas, was durchaus schon Charakter hat und Flair. Da muss man dann ehrlich sein und sagen, ja, das ist hübsch. Hier könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt, von der ganzen Lounge. Und zur Lage kommen wir jetzt natürlich, wo die Lounge ist. Und zwar ist die Lounge hier im Concourse E im Hartsfield-Jackson Flughafen in Atlanta und am Concourse E Area A. Und ihr seht halt, wie groß diese Lounge ist. Dieser Concourse E ist natürlich ja, jetzt nicht wirklich ganz so toll, weil man muss natürlich gucken, dass der Flughafen dort ein Riesenflughafen ist. Und man muss halt teilweise wirklich viel laufen. Und dadurch, dass sie am Valentinstag gestern eröffnet hat, ist es wirklich so, dass wir einfach dankbar sein sollen, dass es dort diese Lounge gibt. Ich mache mal das Bild wieder weg.
Und vielleicht haben wir das Glück, dass es noch mehr von diesen Lounges weltweit gibt, die in meinen Augen schon qualitativ sehr, sehr gut und sehr gehoben sind. Ihr könnt hier ja auch unten kommentieren, was ihr von der American Express Lounges haltet und ob ihr sagt, dass das für euch ein Go-To ist. In Los Angeles bin ich in die Centurion Lounge gegangen, bin aber auch gerne in der Qantas First Class Lounge, weil dort auch Dine on Demand ist. Und da gibt es halt schon wirklich interessante und spannende Sachen, die man essen kann und vor allem auch die Atmosphäre zu genießen. Was unschön ist, ist, wenn da Schlangen sind und wenn man sich einstellen muss, habe ich auch in Los Angeles schon gehabt. Da kommst du quasi aus der Sicherheitskontrolle von dem Fast Track raus und dann stehen die Leute da in dieser, da hast du ja einmal diesen Durchgang und links von dem Durchgang ist halt der Durchgang zur Lounge, wenn du da vorbeigehst und da stehen die Leute schon, dann habe ich schon keinen Bock mehr und gehe dann weiter. Wobei es gibt ja P.F. Chang's, leider keine Punkte und so weiter, aber P.F. Chang's, dort gehe ich dann auch gerne essen. Gibt auch andere Restaurationen, wenn man nicht unbedingt in die Lounge will. Aber ihr seid jetzt dran wieder mit eurer Meinung. Ihr könnt die Kommentare schreiben und ihr könnt natürlich schreiben, ob ihr den Vorspann immer noch vermisst oder ob ihr sagt, ja, können wir direkt ins Geschehen eintreten, da haben wir die Minute gespart. Ich habe da eh drüber gesappt. Ich habe es mal gemacht, wie ich ja schon berichtet hatte, weil ich darauf angesprochen worden bin, was der Vorspann soll. Ja, damit haben wir das Thema direkt wieder bearbeitet, die heutige Folge bearbeitet. Ihr braucht nur den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber ihr braucht wie immer auf den Nachspann nicht zu verzichten und den gebe ich euch jetzt und ich freue mich. Und wenn ich es schaffe, nehme ich heute noch eine dritte Sendung auf. Jo! Das nennt sich Meilenmittwoch, aber an einem Donnerstag. Also, da bis gleich und heute haben wir einen harten Tag mit Aufnahmen. Also bis dann, ciao, ciao und der Abspann für euch. Und Fragen, Sorgen, extra Nöte oder immer unten in die Kommentare schreiben. Also bis dann, ciao. Thank you.